Hallo und herzlich willkommen im YouTube-Channel von Thomas Elektronik. Ich bin Thomas und wir sind euer Fachhändler für gute Unterhaltungselektronik in Hamburg. Die Firma EDAG beschert uns zum Herbst eine hochinteressante neue Lautsprecherserie, nämlich die Vela 400er-Serie. Löst die ehemalige 400er-Serie ab, besteht aus insgesamt zwei verschiedenen Standlautsprechern, einem Center Speaker und einem Pärchen Kompaktlautsprecher. Den kleineren der beiden Standlautsprecher und den Kompaktlautsprecher haben wir jetzt hier aufgebaut. Sehr schön auch zu sehen, es sind Produkte richtig made in Germany. Auch zu erkennen schon daran, dass hier der Aufkleber des Mitarbeiters von EDAG zu sehen ist, der die Boxen dann in der Endkontrolle überprüft hat. Als nächstes packen wir die Lautsprecher mal aus und schauen uns mal die Details an. Zum Lieferumfang beider Lautsprecher gehört die Bedienungsanleitung und beim großen Lautsprecher seht ihr schon von oben nach unten einmal die Spikes. Dann für diejenigen von euch, die einen harten Boden, also Fliesen, Parkett oder ähnliches haben, die Platten, in die die Spikes reingesteckt werden und dann die Filzuntersetzer, die unter die Unterseite geklebt werden, damit euer Boden auch nicht verkratzt wird und das Montagematerial dazu. Um der Vela FS407 richtig stabilen Stand zu geben, gibt es im Lieferumfang außerdem noch diese extrem schweren und massiven Bodenplatten, die unter die Lautsprecher geschraubt werden. Jetzt sind sie ausgepackt und aufgebaut. Mein erster Eindruck, wow, das sieht richtig toll aus, gefällt mir richtig gut. Die neue Optik, erheblich schicker geworden als die Vorgänger, die ja noch relativ konservativ daherkamen. Und zur Technik gibt es auch einige Veränderungen. Man hat jetzt neue akustisch optimierte Gehäuse. Man hat deutlich leistungsfähigere Tieftöner eingesetzt. Die Schallführung für den Jet-Hochtöner ist optimiert worden. Und auch die Bassreflexeinheit, die als Downfire nach unten rausfeuert, ist akustisch optimiert worden. Eine zentrale Rolle spielt auch in der neuen Vela-Serie der ELAC Jet-Hochtöner der fünften Generation. Ein Bändchen-Hochtöner, hier könnt ihr es sehen, der wie eine Ziehharmonika gefaltet schwingt, dadurch extrem schnell und leicht ist. An der Unterseite ist eine Beschichtung aufgebracht, um die Verzerrung zu minimieren. Dann kommt darunter ein Filz und ganz zuletzt der Antrieb. Das ist kein herkömmlicher Ferritmagnet, sondern ein Neodym-Magnet, der erheblich kleiner und leistungsfähiger als normale Ferritmagneten ist. Jetzt kommt endlich der angenehme Teil. Wir haben die 403 hier angeschlossen an den neuen großen Primare i35 Prisma und lassen jetzt Musik laufen. Erster Hörcheck von der kleinen Box ist schon mal phänomenal. Die hat im Vergleich zum Vorgänger enorm zugelegt, also mehr als ich gedacht hätte. Der Bassbereich geht viel tiefer in den Keller hinab, ist druckvoller. Der Hochtonbereich super federleicht, der Klang völlig gelöst vom Lautsprecher. Ich bin jetzt noch richtig gespannt, wie die große klingt. Die große macht ihren Job naturgemäß noch etwas besser. Sie reicht natürlich tiefer im Bassbereich hinab, spielt enorm druckvoll. Auch wie die kleine, so wie man es für eine Box dieser kleinen Abmessung eigentlich gar nicht vermuten würde. Ich sage nur fantastisch, unbedingt anhören. Wir haben die Lautsprecher ja bei uns hier in der Vorführung. Ein Tipp, gönnt euch für die Lautsprecher wirklich gute Elektronik. Auch da haben wir Tipps für euch, beraten euch gerne. Für alle weiteren Fragen beraten wir euch gerne auch vor dem Kauf. Die Lautsprecher stehen ab sofort hier in der Vorführung.
In wenigen Tagen auch die größere 409, größere Schwester von der 407 und der Center Speaker. Ich sage erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus Hamburg.